Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um eine Merkwürdigkeit, die im Zusammenhang mit dem Einsatz vierpoliger RCD von Haga aufgefallen ist. Und zwar ist es tatsächlich so, dass bestimmte Typen der vierpoligen RCD von Haga nicht zweipolig einsetzbar sind. Wir sehen hier einen Auszug aus dem Datenblatt der entsprechenden RCD von Haga. Auf der rechten Seite sehen wir nun das Schaltbild für den Fall, dass die vierpolige RCD tatsächlich auch vierpolig betrieben wird. Es sind also die drei Außenleiter L1, L2, L3 und der Neutralleiter angeschlossen. Die Prüftaste befindet sich bei diesen Exemplaren allerdings zwischen zwei Außenleitern, hier also zwischen L2 und L1. Wird die betätigt, so muss ja die RCD auslösen, um die Funktionsfähigkeit der RCD zu überprüfen. In dem Datenblatt findet man nun auch ein entsprechendes Schema für den Fall, dass man diese RCD zweipolig einsetzen möchte. Wir sehen hier, was zu tun ist. Der Außenleiter L1 wird über diesen Pfad geführt, also über die Klemmen 1 und 2. Und von der Neutralleiterklemme aus wird eine Brücke gesetzt zur Klemme 3. Neutralleiter wird wie üblich zwischen diesen beiden Klemmen betrieben und diese Brücke wird zusätzlich eingesetzt. Wird nun die Prüftaste betätigt, so wird ein Strom fließen über diesen Taster, über diesen Widerstand und die RCD wird auslösen, sodass die Funktionsfähigkeit der RCD auf diese Weise geprüft werden kann, so wie man das üblicherweise macht. Da dieses Anschlussschema ja nun von Haga veröffentlicht worden ist, gehe ich natürlich davon aus, dass das Ganze auch so betrieben werden kann, also die vierpolige RCD zweipolig betrieben werden kann. Allerdings, das war in dem Bild vorhin ausgeblendet, ist dies nicht erlaubt bei einem Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA. Das heißt, man sollte also durchaus, bevor man eine RCD von Haga erwirbt, überprüfen, ob sie denn möglicherweise irgendwann zweipolig eingesetzt werden muss, denn das ist dann schlicht und einfach bei den 30 mA Exemplaren nicht möglich. Da die vierpoligen RCD durchaus häufig von vornherein zweipolig betrieben werden, ist natürlich von vornherein darauf zu achten, dass man hier eine Type einsetzt, bei der auch eine zweipolige Installation für 30 mA in Ordnung ist. Ja, soweit zu dieser Merkwürdigkeit, die bei Haga RCDs auffällt. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.